und ganz herzlich willkommen zu einem Der Aktionär TV Interview. Mein Interviewgast ist Martin Weiß. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir schauen auf diverse Internetaktien. Wir starten auch mit Rocket Internet. Nicht nur, aber wir starten jetzt mal mit Rocket Internet. Da haben wir im Jahr 2016 so einen kleinen Verfall der Kurse gesehen. Letzte Woche aber ging es plötzlich steil bergauf am Freitag. Was war da los? Ja. Rocket Internet hat einen Teil seiner Beteiligung, seines Beteiligungsportfolios an den Mann gebracht. Offensichtlich ein paar Essenlieferdienste aus dem südeuropäischen Raum, lateinamerikanischen Raum, die noch im Portfolio drin waren und die man jetzt losgeworden ist, um, wie es das Unternehmen sagte, die Sache ein bisschen weniger kompliziert zu gestalten. Sie sehen die Reaktion, ich meine, das muss man den Anlegern hier mal zeigen, das ging ganz kurz mal hoch und heute ist wieder Knüppel aus dem Sack angesagt. Wir sind schon bei -6,5% und testen nochmal die Tiefs. Der Markt natürlich extrem schwach. Und in so einem Umfeld haben Beteiligungsfirmen und gerade natürlich auch Beteiligungsfirmen wie Rocket Internet, die ja wirklich das Geld in Dutzenden Millionen Euro verbrennen, muss man ja sagen, jeden Monat, haben es extrem schwer, weil Risiko aus dem Depot einfach rausgenommen wird. Und viele Anleger dann sagen, naja, der Kursverlauf der letzten Monate gibt es schon nicht her. Also hier sind offensichtlich diese Party, die mal stattgefunden hat bei der Rocket Internet Aktie und die Aktie ja dann auch wirklich auf 57 Euro getrieben hat, die Zeiten sind vorbei, es sind neue Zeiten, wir müssen uns ganz einfach mal neu orientieren und dann schaut man sich das an, dann sieht man, ach, Gottes Willen, die hat sich ja fast halbiert, dann werden solche kleineren Erholungsbewegungen, wie wir die am Freitag gesehen haben, auch gerne mal zum Abverkauf einfach genutzt, um hier wirklich noch mit dem blauen Auge davon zu kommen. Und dann stehen einfach auch keine neuen Anleger bereit, die jetzt bereit wären, einfach die Story zu kaufen. Denn das muss man ja sehen. In Bullenmärkten können Sie Aktienstories hervorragend verkaufen. Das glauben Ihnen die Anleger. Wenn sich der Himmel verfinstert, dann werden die Anleger skeptischer, vorsichtiger. Und irgendwann ziehen diese ganzen Marketing-Sprechblasen von wegen Wachstum und wir haben hier die nächste Facebook, wir haben die nächste Twitter. Das zieht alles nicht mehr. Das wollen die Anleger nicht mehr hören. Die werden sich dann eher die Frage stellen, wie viel Geld wird momentan bei Rocket Internet noch pro Monat benötigt und war am Ende dieser Verkauf nicht vielleicht sogar ein Notverkauf im Hinblick darauf, dass man einfach frisches Geld gebraucht hat. Also hier einfach weiter die Finger davon lassen. Sieht momentan nicht gut aus. Sieht aus, als wenn hier nochmal die Tiefs getestet werden könnten auf dem Weg dahin. Es ist ja gar nicht mehr so weit. Da sind ja nur noch rund 10%. Und dann einfach mal schauen, wie sich die Position weiterentwickelt. Aber in ruppigen Phasen macht es momentan einfach keinen Sinn, so ein wirklich riskante Aktie dann im Portfolio drin zu halten. Und wir sehen jetzt natürlich auch ganz den langfristigen Chart, na, schauen Sie sich das an. Also selbst wenn es Erholungen gab, sie sind abgeprallt, entweder an den Widerstandslinien. Es ist momentan einfach nicht die Zeit für Risikobeteiligung. Also Finger weg von Rocket Internet. Wir schauen auf die nächste Aktie, Netflix. Die machen immer mehr Eigenproduktionen, eine Daily Late ist geplant. Es läuft eigentlich gut, für die Aktie aber nicht. Nein, für die Aktie nicht. Sie haben hervorragende Zahlen gemeldet. Für mein Dafürhalten, für im vierten Quartal sind stark gewachsen, 5 Millionen mehr Kunden. Sie werden im laufenden Jahr weiter stark wachsen. Sie wollen ja bis Ende des Jahres 200 Länder letztendlich am Netz haben. Das sind alles sehr gute Nachrichten, nichtsdestotrotz. Ich kann es gerne noch mal sagen, es geht momentan darum, Risiko aus den Portfolios rauszubringen. Und wenn wir uns andere Werte anschauen, eine Amazon beispielsweise anschauen, alles, was momentan hoch bewertet ist, egal mit welchem Namen versehen, egal wie gut der Name ist, wird rausgeräumt. Und wir sehen das hier seit Anfang Dezember eigentlich hat dieser Absprung begonnen. Wir waren bei 120, jetzt sind wir mittlerweile bei 73. Wir sind unter den langfristigen Trend gefallen. Auch wenn wir ganz gerne dafür belächelt werden. Ich würde momentan von der Aktie Abstand halten. Natürlich, wer drin ist, muss sich jetzt irgendwann die Frage stellen, was mache ich denn mit meiner Position? Immer dann, wenn ich nicht genau weiß, wie ich mich zu verhalten habe, würde ich mich zumindest, wenn die Position eine gewisse Größe erreicht hat, zumindest mal von der Hälfte trennen, weil natürlich die Möglichkeit besteht, dass wir weiter runterkommen auf 60. Fundamental ist Netflix nicht günstig, auch nach der jetzigen Korrekturbewegung. Wir haben ein KGV auf Basis der für das laufende Jahr erwarteten Gewinne von über 300. Wir haben selbst für das darauffolgende Jahr, also für 2017, noch eins von 82. Das sind momentan einfach Bewertungsniveaus, die von den Anlegern nicht mehr
toleriert werden. Und deshalb kommt es auch hier zu diesen massiven Verlusten, die sich ja in den letzten Tagen noch mal richtig beschleunigt haben. Also wir haben gesehen, am Freitag hat der Nasdaq knapp 3,5% an Wert verloren, der komplette Index. Und dann sind solche Namen, solche vermeintlich schwachen Namen auch einfach mit dabei, die werden dann komplett mit rausgeräumt. Dann kommt natürlich noch der Computerhandel dazu. Das muss ich Ihnen nicht erzählen, aber wie gesagt, momentan sieht es wirklich finster aus. Wir sind unter den langfristigen Trend gefallen. Das ist für uns normalerweise Verkaufssignal. Wer jetzt noch drin ist und nicht genau weiß, der sollte zumindest mal die Position nach unten ein wenig reduzieren, damit es nicht ganz so heftig wird, wenn wir sicherlich noch andere Möglichkeiten haben, 60, 50 beispielsweise. Das sind die Marken, die dann in solchen Panikmodus dann noch getestet werden können. Einsteigen können sie immer wieder. Aber ich glaube nicht, dass wir hier eine V-förmige Erholung sehen werden, die dann uns wieder zurück zu den alten Hochs führen wird. Also aufmerksam bleiben und momentan, wer noch nicht investiert ist, einfach an der Seitenlinie warten. Dann schauen wir auf Tesla. Da wird es diese Woche Zahlen geben. Am Mittwoch werden die vorgelegt. Was wird hier im Vorfeld erwartet? Mich interessieren die Zahlen zum Beispiel überhaupt nicht, Herr Schauen wir auf den Chart. Genau, ich zeige Ihnen jetzt etwas, was mich viel mehr interessiert. Das ist diese horizontale Linie, die wir gesehen haben. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Ich sag's folgendermaßen. Tesla ist eine Story. Eine Geschichte, die um den Firmengründer Elon Musk gespinnt wurde. Das ist etwas, was perfekt funktioniert hat in einem Bullenmarkt. Da dieser Supermanager, der immer tolle neue Ideen hat und hier auch so ein Produkt mit dem Tesla, mit dem Model S und dann mit dem Model X. Das Model X übrigens kostet über 130.000 Dollar, glaube ich, und 140.000 Dollar für die andere Variation. Also wir werden da auch irgendwo in den Europreisen dann aufschlagen. Das ist nichts für den Massenmarkt. Und bis dieses Massenmobil rauskommt, wird Tesla den normalen Marktkräften unterliegen. Und was das bedeutet, sehen wir gerade hier. Wir haben zunächst einmal hier sind wir durch den langfristigen Trend durchgefallen. Wir haben dann die horizontale Unterstützung rausgenommen, haben uns deutlich davon verabschiedet. Auch hier gilt wieder, es wird momentan Risiko abgebaut. Tesla ist eine Hochrisikoaktie, weil es ganz tolle Ideen gibt, was alles passieren könnte und wie das Elektroauto die Welt revolutioniert und die Powerwall dann am Ende in aller unserer Garagen hängt und wir uns alle direkt einstöpseln, über Nacht auftanken. Ach, dauert ja nur eine Stunde oder so. Alle auftanken, das ist alles gut und schön und ich verkaufe Ihnen solche Geschichten in dem Bullenmarkt natürlich auch in einem Markt, der eher abwärts tendiert ist, wo der DAX mittlerweile mit der 9.000-Punkte-Marke kämpft, in Amerika, wo immer neue Gründe gesucht werden, weshalb es jetzt weiter nach unten geht. In so einem Markt funktionieren diese Stories nicht und deshalb sollte man spätestens hier jetzt auch mit dem Bruch dieser horizontalen Unterstützung die Papiere dann rauskehren. Man kann immer einsteigen, der Abschwung kann sicherlich noch einige Marken finden, schauen sich das an. Das sind mögliche Haltepunkte auf dem Weg nach unten. Und selbst wenn wir jetzt tatsächlich wieder so eine kleine Aufwärtsbewegung bekommen, solange hier nicht diese Marken wieder rausgenommen werden, ist das für mich ein klarer Abwärtstrend und man sollte vorsichtig bleiben. Wir bleiben bei schlechten Nachrichten, mehr oder weniger. Wir kommen auf LinkedIn zu sprechen und da haben wir letzte Woche ja in einem Tag hat der Börsengewinn sich mehr als, seit 5 Jahren, den Börsengewinn von 5 Jahren hat man an einem Tag verloren, sehen wir hier am Freitag. Ja. Aufgrund der Zahlen war das wirklich gerechtfertigt, dieser Mega-Absprung. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Ich habe mir den Freitagabend nochmal Zeit genommen und Muße genommen und habe mal die Kursentwicklung verfolgt an der Wall Street. Also meine Frau fand das jetzt auch nicht so spannend, dass ich dann noch abends dann tatsächlich noch vorm Computer saß. Was mich am meisten bei der ganzen Sache, was mir am meisten Sorgen bereitet an der ganzen Sache ist, wenn Sie solche heftigen Abverkäufe haben, und wir reden hier von 40%, dann kommt zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt, greifen die Ersten zu, weil sie glauben, es wird nicht mehr weiter runtergehen. Und das spult sich relativ schnell auf und sie kriegen irgendeine Art der Gegenreaktion. Das hat am Freitag nicht stattgefunden. Es gab keine Gegenwehr. Die Aktie ist praktisch ununterbrochen gefallen. Sie hat mit einem Riesenschlag nach unten aufgemacht, ist dann immer weiter runtergereicht worden und hat nahezu im Tief geschlossen. Ist das gerechtfertigt? Ja, LinkedIn hat mit den Q4-Zahlen zunächst einmal die Erwartungen der Anleger übertroffen. Aber für 2016 bekannt gegeben, dass sich das Wachstum deutlich abschwächen wird. Das sind Aussagen, die in einem derartigen Marktumfeld wirklich richtig für Bestürzung und für Panik, das ist Panik, gesorgt haben. Wie sieht es fundamental aus? Ja, jetzt, wenn die Zahlen, die ursprünglich erwartet worden waren, erreicht würden, dann hätte LinkedIn selbst auf dem Niveau noch ein KGV von 35. Gehen Sie allerdings davon aus,
dass die Analysten wahrscheinlich neu rechnen werden, ob das Wachstum so umgesetzt werden kann. LinkedIn selber glaubt ja, dass beim Gewinn jetzt etwa Wachstum 7-13% rauskommen könnte, Entschuldigung, und beim Umsatz 20%. Das ist natürlich deutlich unter dem, was 2015 abgeliefert wurde. Und das ist momentan dann der Stoff, aus dem ja, Anleger-Albträume sozusagen gemacht werden. Das ist natürlich toll, wer da short war, der hat sich dumm und dämlich verdient. Alle anderen haben kräftig eine auf die Mütze gekriegt. Wir können gerne nochmal uns jetzt den längerfristigen Chart anschauen. Und dann sehen wir, ich weiß jetzt nicht, ob hier direkt irgendwas zu sehen sein wird, ob es direkt hier mal, das kann ja 10-20% sofort in die Gegenrichtung ausschlagen, vielleicht sogar 30% in die Gegenrichtung. Aber es ist natürlich erstmal ein Wort, es ist erstmal ein Statement, was hier abgegeben wurde, nämlich Wachstumsstories, uns egal. Uns egal, raus aus dem Depot und dann schauen wir. Ich würde nicht mehr in dieses fallende Messer greifen wollen. Schauen Sie sich es mal in ein paar Wochen an. Die kann genauso gut noch auf 80 Dollar durchgereicht werden. Ich meine, wir sind hier im Eurochart. Die kann genauso gut noch auf meinetwegen 75 Euro durchgereicht werden und erst da halten. Sie kann jetzt hier auch kräftiger nach oben gehen. Das ist jetzt für Zocker. Da hat ein normaler Investor einfach nichts mehr drin verloren, weil wir müssen auch arbeiten gehen. Normale Aktionäre sind ja Arbeitnehmer, das heißt, die haben nicht die ganze Zeit die Möglichkeit, hier ihre Kurse zu verfolgen. Werden wir vielleicht in ein paar Wochen eben nochmal drauf gucken, wie sich es dann entwickelt hat bis dahin. Und stattdessen schauen wir mal auf Baidu. Was gab es hier Neues? Es gibt nichts Neues. Falsches Herkunftsland. Ja? Ein chinesischer Wert mit einer fantastischen Marktposition, weit jenseits der 60% der Marktanteil, immer stärker auch im mobilen Geschäft. Das heißt, Baidu macht momentan alles richtig. Es interessiert nur keinen, weil das Unternehmen nun mal aus China kommt. China wird jetzt davon ausgegangen, dass sich das Wirtschaftswachstum weiter abschwächt, dass Baidu in irgendeiner Art und Weise davon negativ getroffen werden könnte. Dafür gibt es derzeit keinen Beweis. Und die Wachstumsraten sind weiterhin sehr hoch bei Baidu. 30%, 35% im letzten Jahr. Und im Laufenden sollen es immer noch 24 sein. Also das ist aller Ehren wert, wenn wir überlegen, dass wir jetzt schon von jährlichen Umsätzen von 60 Milliarden US-Dollar sprechen. Also hier alles weiter im grünen Bereich, nur dass die Aktie nicht mitspielen will. Auch hier gilt, wir sind unter den langfristigen Trend gefallen. Das ist ein absolutes rotes Flashlight, also rotes Blinklicht, momentan nichts machen. Wer mutig ist, kann auf diesem Niveau, also in etwa im Bereich 120, das sind die September-Tiefs gewesen, 116,66 um genau zu sein, kann ich hier nochmal einmarkern, kann hier eine Long-Position eingehen, darauf einfach spekulieren, dass diese Marke halten wird, erneut halten wird und sich die Aktie zumindest mal wieder dem langfristigen Trend annähern wird. Das könnte dann im Bereich 150, 160 Euro der Fall sein. Aber es ist momentan tatsächlich eher eine Trading-Position als eine längerfristige Halteposition. Und auch da werden wir natürlich in Kürze nochmal drauf schauen, wie sich es entwickelt hat. Besten Dank für den Moment, Martin Weiß. Gerne. Danke fürs Zuschauen. Gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.